Mein Name ist Cordin Clopat, bin Leiter vom Pistenrettungsdienst hier in Laax. Er neben mir ist mein Hund, der Leo. Er ist ausgebildet als Lawinenhund. Und wir zwei gehen zusammen für die Alpine Rettung Schweiz in, bei Lawinenunfällen in Einsatz suchen. Wir sprengen eigentlich nach Schneefällen, also nicht nur nach grossen Schneefällen, auch wenn es Wind hatte, wenn es Schneeverfrachtungen gegeben hat. Sprengen wir, dass wir Pisten können sichern können, dass wir sicher keine Lawinen haben, die auf Pisten runtergehen. Bei uns im Pistenrettungsdienst gibt es eine Lawinenkommission von 6-7 Leuten, die eigentlich die Aufgabe haben, um jeden Tag die Lawinensituation zu beurteilen und dann auch entscheiden, ob man jetzt muss sprengen oder nicht. Es sind nachher einfach Zweierpatrouillen, die die Hänge anschauen und die nachher auch vor Ort selber entscheiden müssen, ob es jetzt nötig ist, zum sprengen oder ob es nicht nötig ist. Dort gehen wir rauf und dort. Ja, der hier gerade. Wir sprengen mit Sicherheitssprengstoff. Das ist ein Gemisch von verschiedenen Chemikalien, wo sehr handhabungssicher ist, wo ja, eigentlich nichts passieren kann, solange man keine Zünder drin hat. Ja, es gibt sehr viele verschiedene Arten, zum Lawinen auslösen. Man kann eben, wie gesagt, von Hand sprengen. Es gibt spezielle Seilbähnchen, wo man sprengen kann, wo man den Sprengstoff anhängt an das Bähnchen und an die Punkte herfährt. Aus dem Helikopter raus sprengen.
kann sein, dass man, wenn man gesprengt hat und nichts runtergegangen ist und ja, man das Gefühl hat, es ist nicht sicher, dass man die Piste dann so gerne noch zulässt. Es ist auch möglich, dass wenn grosse Lawinen runtergehen, dass die Maschinen noch mal durchfahren müssen, um die Lawinenkegel eigentlich wieder ausstoßen, die Piste wieder präparieren. Es kann aber auch sein, dass man nach einer Sprengung sofort wieder öffnen kann. Das ist sehr unterschiedlich. Ein Privileg, um so einen Arbeitsplatz zu haben. Ja.